Hey! Au! Das war schon. Hallo ihr Lieben, wie angekündigt in meinem letzten Video wollte ich euch heute noch zeigen, wie man so eine kleine Marshmallow-Pistole baut. Im letzten Video hatte ich euch schon gezeigt, wie man ein Marshmallow-Katapult baut und heute noch eine andere Version, wie wir Marshmallows in unserer Wohnung oder draußen durch die Kante schießen können. Das Prinzip ist ganz einfach. Es funktioniert wie jedes Blasrohr oder Spuckrohr, was ihr schon mal vielleicht in der Schule gebaut habt. Bloß, dass wir es heute auf Marshmallows anwenden und dazu PVC-Rohre benutzen, die ihr im Baumarkt kaufen könnt. Die einfachste Variante kann ich euch hier kurz zeigen. Natürlich geht ein Rohr ganz einfach mit einem Marshmallow. Aber besser ist, wenn ihr noch ein Mundstück habt, das hier reinsteckt und dann schießen könnt. Und jetzt zeige ich euch, wie man es noch cooler aussehen lassen kann und was ihr dafür braucht. Hier in Deutschland haben wir das Problem, dass unsere Rohre alle genormt sind und gar nicht in so vielen verschiedenen Größen und Formen kommen, wie es vielleicht in anderen Ländern und wie ich das auch in England erlebt habe. Ich habe hier im Supermarkt Rohre gefunden, PVC-Rohre, die einen Durchmesser von 3,5 cm haben. Und das ist auch ungefähr der Durchschnitt von einem ganz normalen Marshmallow, den ihr im Supermarkt kaufen könnt. Leider habe ich keine kleineren gefunden, weil auch für die kleineren Marshmallows gibt es coole Kanonen, aber dazu braucht man einen kleineren Durchmesser in den Rohren. Im Baumarkt habe ich dieses 30 cm langes Rohr gefunden und dazu passend ein T-Stück mit 45 Grad Winkel hier, ein Verbindungsstück zu einem Metallrohr, was wir als Mundstück benutzen werden, zwei Endkappen, um die Enden zu schließen und für das Ende und für den Griff entweder ein T-Stück, auch mit einem Winkel hier, der ungefähr 60 Grad hat, oder ein rechtwinkliges Stück könnt ihr verwenden. Und natürlich kann man das auch in einfachen Varianten bauen, zum Beispiel nur ein 45 Grad Stück, ein Mundstück, was man dann hier reinsetzt und dann mit dem langen Rohr verbindet. Die Verbindungen sind hier mit einer Gummidichtung gemacht. Dadurch müsst ihr gar nicht viel machen, sondern einfach nur die Stücke kräftig ineinander schieben. Und dann hier als Endstück habe ich dieses Stück genommen, um einen Griff zu kreieren. Wichtig ist dabei, dass ihr dann die Endstücken hier mit den Enden verschließt. Sonst verliert ihr Druck. Oh, das geht alles ziemlich einfach und ist dann müsst ihr gar nicht kleben oder alles, sondern nur stecken. Ich habe deswegen ein Mundstück benutzt, hier dieses Teil, weil hier diese Gummidichtung in den Rohren drin ist mit Weichmacher und Weichmacher wollt ihr eigentlich nicht in den Mund nehmen oder an den Mund nehmen. Deswegen würde ich immer ein Mundstück benutzen, was keine Dichtung hier hat, so wie dieses Rohr. Und das steckt man dann einfach hier oben auch mit drauf. Und schon ist ein einfaches Modell fertig. Jetzt müsst ihr es nur noch laden. Meine Marshmallows kann man ganz einfach hier vorne reinstecken und dann einfach hier oben reinpusten. Wenn ihr kleinere Marshmallows habt, die auch hier oben gut reinpassen, dann könnt ihr auch von hier oben laden. Und stellt sicher, dass die Marshmallows dann ordentlich in eurem Lauf drin liegen. Am besten ist es, wenn euer Marshmallow direkt hier fast bündig reinpasst, denn wenn ihr es jetzt nach hinten rutschen lässt, stößt es hier an diesem Verbindungsstück an die Ecke von diesem Rohr. Auch umso besser das Marshmallow hier vorne abschließt, desto besser wird eure Kraft hier vom Reinpusten auf das Marshmallow übertragen. Also umso weiter wird es fliegen. Zum Schluss ist es egal, ob ihr so eine Variante oder so eine Variante baut oder was auch immer ihr euch ausdenken wollt und was für Teile ihr im Supermarkt findet.
ich würde empfehlen, nicht es Kindern zu geben, die hier noch viel dran rumkauen wollen. Es ist Plastik und Plastik, was nicht für Spielzeuge gemacht ist, deswegen würde ich da vorsichtig sein, aber sonst, wenn man es vorher ordentlich abwäscht, auch wegen Corona, und seid natürlich immer euch bewusst, dass Plastik auch umweltschädlich ist, also kauft nicht zu viel davon, sondern das, was ihr braucht. Vielen Dank, dass ihr euch das kleine Video hier angeschaut habt und vergesst nicht, hier zu abonnieren, meinen Kanal, und hier seht ihr auch das andere Video, was ich noch gemacht habe mit einem Marshmallow-Katapult und noch eine Playlist von meinen anderen Videos. Und vergesst natürlich nicht, eure Marshmallows auch zu essen.